Handwerk Vital und Demografiefest. Das Projekt der Handwerkskammer Koblenz begeistert seit mehreren Jahren Betriebe für die Gesunderhaltung ihrer Mitarbeiter. Sei es konkret mit Informationen zu gesunder Ernährung oder zu betrieblichem Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz. Dass gerade das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz dabei zu den Top-Themen gehört, davon zeugen auch die vielfältigen Initiativen, Aktionen und Ideen in Unternehmen des Handwerks. Wir sind zu Gast bei der Firma Metallbautechnik Lorenz in Bad Kreuznach. Das Familienunternehmen hat schon seit langem auch die Gesundheit seiner Mitarbeiter fest im Blick. Denn Teil der erfolgreichen betrieblichen Gesamtstrategie ist ein umfassendes Arbeitssicherheitskonzept im Betrieb und darüber hinaus. Das wurde sogar mit dem Gütesiegel Sicher mit System der Berufsgenossenschaft Holz und Metall ausgezeichnet. Die Sicherheit und die Gesundheit hat höchste Priorität innerhalb des Betriebs. Für die Gefährdungsbeurteilung außerhalb der Werkstatt hat Chef Reinhold Lorenz eine pragmatische Lösung gefunden und erklärt, warum ihm das Thema besonders am Herzen liegt. Stichwort Gefährdungsbeurteilung ist eine ganz gute Sache. Dafür haben wir unsere Mitarbeiter eigentlich trainiert. Wir haben eigene Workshops gemacht, wo die Mitarbeiter dann gezeigt kriegen, wie machen wir dann eine Gefährdungsbeurteilung vor Ort. Dafür haben wir ihnen Hilfsmittel an die Hand gegeben. Wir haben eine Checkliste gemacht. Diese Checkliste kann er überall einsetzen. Die Gefahrenparameter sind auf der Checkliste angegeben und er kreuzt nur an, ist diese Gefahrenstelle hier auf der Baustelle oder ist sie nicht. Er macht eigentlich eine Ankreuzung, ja oder nein. Und hat die Möglichkeit, noch besondere Vorkommnisse gesondert zu dokumentieren. Dadurch, dass wir unsere Mitarbeiter auch oft verstreuzen oder wir sind in den Industrieunternehmen, komme ich immer schlecht zu ihnen oder ich sehe sie fast nicht jeden Tag. So Informationen muss er aber haben. Da kam mir die Idee, jeder hat ein Handy, WhatsApp hat jeder, also gründen wir eine firmeninterne WhatsApp-Gruppe. Ich habe alle Mitarbeiter dazu eingeladen, die waren auch sehr positiv davon angetan und haben das alle für gut befunden. Also über WhatsApp werden wir jetzt zukünftig Informationen an unsere Mitarbeiter bringen. Der Arbeitsschutz ist so ein bisschen mein Steckenpferd auch. Ich komme ja aus der Industrie und bei der Industrie ist das ja schon seit Jahrzehnten ein Thema oder war schon immer ein Thema. Als ich vor 20 Jahren meinen Betrieb gründete, war das für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Arbeitssicherheit im Betrieb mit einzubinden. In der morgendlichen Teambesprechung im eigens geschaffenen Informationsraum werden neben aktuellen betrieblichen Themen vor allem auch immer sicherheitsrelevante Aspekte angesprochen. Der Raum ist darüber hinaus nahezu gespickt mit Informationen rund um das Themenfeld Arbeitssicherheit. Für die Mitarbeiter die Gelegenheit, sich schon auf dem Weg zur Werkstatt aktuell zu informieren. Arbeitsschutz beginnt eigentlich morgens mit Beginn der Arbeitszeit. Ab 7 Uhr sollen die Mitarbeiter schon mit Arbeitsschutz beginnen. Das heißt, unser Slogan, Sicherheit beginnt im Kopf, sich bei ihrer täglichen Arbeit mal eine Minute mal Gedanken zu machen, was mache ich dann hier, wo sind hier Gefahren, wo müssen wir aufpassen. Belohnt wird die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter heute mit einem leckeren und vor allem gesunden Frühstück, das HWK-Projektmitarbeiterin und Gesundheitsberaterin Anke Altmaier für das Team vorbereitet hat. Arbeitsschutz, das schließt schließlich auch die Gesundheit und Gesunderhaltung der Mitarbeiter mit ein. Dank wertvoller Tipps der Beraterin und den leckeren Snacks, die sich auch ganz einfach zu Hause vorbereiten lassen, gar kein Problem. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Betrieb haben für Reinhold Lorenz zudem einen ganz handfesten Grund. Unser höchstes Gut im Unternehmen ist unser Mitarbeiter. Ein gesunder Mitarbeiter, ein kranker Mitarbeiter, der nutzt mich nichts, der fällt aus. Ich habe Ausfälle im Betrieb und die Motivation beim Mitarbeiter ist auch nicht so gesunken. Also bei uns haben wir schon gemerkt, dass unsere Mitarbeiter das gesehen haben. Mensch, der Betrieb macht was für uns. Mehr Informationen zum Thema und zum Projekt Handwerk Vital und Demografiefest gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de.